Video führe ich exemplarisch die Kurvendiskussion einer zusammengesetzten E-Funktion vor. Also zusammengesetzt ist in diesem Fall ein linearer Term 2x minus 6 und einmal die E-Funktion, im einfachsten Fall wirklich nur e hoch x. Ich schaue mir zuerst mal den Funktionsgraphen an. Das kann ich etwa mit dem Taschenrechner machen. Ich benutze jetzt hier am PC mal GeoGebra. Dort gebe ich den Funktionsterm einfach mal ein und stelle das Koordinatensystem so ein, dass ich den Graphen gut sehen kann. Das hier geht mit der Shift-Taste. Dann habe ich schon ein paar erste Eindrücke zum Funktionsgraphen. Ich übernehme mal das Bild mit rüber in meine handschriftlichen Lösungen. So, ich habe einen Screenshot gemacht und mit einem Grafikprogramm den relevanten Bildausschnitt ausgeschnitten. Da kommt er. Das Ganze natürlich noch ein bisschen anpassen. Wenn man den Funktionsgraphen hat, ist es natürlich nicht verkehrt, sich schon vorher den mal ein bisschen anzuschauen und zu gucken, womit kann ich denn rechnen. Offensichtlich hat der Graph eine Nullstelle. Sieht auch so aus, als hätte er einen Extrempunkt. Und irgendwo hier geht seine Rechtskrümmung in die Linkskrümmung über. Das heißt also, hier irgendwo müsste auch noch ein Wendepunkt sein. Und was ebenfalls offensichtlich ist, dass der Graph keinerlei Symmetrien hat, das können wir zum Beispiel als erstes hinschreiben. Ich habe dafür den Bildschirm mal schnell umarrangiert. Fangen wir also an mit Symmetrie. Nichts erkennbar. Und dass etwas nicht vorhanden ist, muss man natürlich auch nicht nachweisen. Gehen wir zum nächsten Punkt, das sind die sogenannten Asymptoten. Schaut man sich den Graphen an, dann stellt man fest, für x gegen plus unendlich läuft der Graph auch gegen unendlich. Das heißt, hier scheint es keine Asymptote zu geben. Für x gegen minus unendlich hingegen scheint sich der Graph der x-Achse anzunähern. Und das schauen wir uns mal genauer an. Um das nachzuweisen, muss man sich die Faktoren einmal einzeln anschauen. Ich schreibe sie noch einmal hin. Also wir haben mal 2x minus 6, das ist der erste Faktor. Und der zweite Faktor ist e hoch x. Und wenn x gegen minus unendlich läuft, dann läuft dieser Faktor auch gegen minus unendlich. Während e hoch x gegen 0 geht. E hoch minus 2 ist dasselbe wie 1 durch e hoch 2. E hoch minus 1000 ist dasselbe wie 1 durch e hoch 1000. Und dieser Term geht dann gegen 0. Und was man wissen muss aus der Mathematik ist, dass sich ein exponentieller Prozess gegen einen Potenzprozess, hier ist es sogar nur linear, immer durchsetzt. Also geht das Produkt insgesamt gegen 0. Schauen wir uns als nächstes die Nullstellen an. Dazu muss ich schlicht und ergreifend den Funktionsterm gleich 0 setzen und setze mal die Funktion ein. Das Ganze ist jetzt ein Produkt und ein Produkt ist genau dann 0, wenn einer der beiden Faktoren 0 ist. Das sind hier zwei Faktoren, nämlich dieser hier 2x minus 6 oder der andere Faktor, ich mache es mal hier in e hoch x ist 0. Und dann kann ich beide Faktoren einzeln betrachten. Das hier kann ich umformen mit plus 6 und geteilt durch 2, da kommt sofort x gleich 3 heraus. Und ich weiß, e hoch x ist niemals 0. Das heißt, die einzige Nullstelle ist x gleich 3. Wenn ich auf den Graphen gucke, dann bestätigt sich das Ganze auch. An der Stelle 3 schneidet der Graph die x-Achse. Das passt. Schauen wir uns als nächstes die Extremstellen an. Dazu brauche ich die Ableitung. F von x ist 2x minus 6 mal e hoch x. Und wenn ich das Ganze jetzt ableite, dann muss ich das mit der Produktregel machen. Zur Erinnerung, ein f von x aus zwei Teilen zusammengesetzt ist, eine Funktion u von x und eine Funktion v von x. Dann kann ich das ableiten, indem ich erst die erste Funktion ableite. Ich lasse das von x mal weg und die zweite stehen lasse, plus die erste nicht abgeleitet mal die zweite abgeleitet. Das verwende ich hier. Das heißt, die erste Funktion abgeleitet, das 2x minus 6 abgeleitet ist nur 2, e hoch x bleibt stehen, plus erste Funktion bleibt stehen, also 2x minus 6, mal zweite Funktion abgeleitet, aber e hoch x ist ja abgeleitet, wieder e hoch x, das heißt, es bleibt wieder stehen. Dann multipliziere ich mal die Klammer aus, erster Teil bleibt stehen, plus 2x mal e hoch x minus 6 mal e hoch x, kann e hoch x jetzt aus allen Termen ausklammern, das heißt, hier ist e hoch x und in der Klammer bleibt stehen 2 plus 2x minus 6 und das Ganze kann ich noch zusammenfassen zu 2x minus 4 mal e hoch x. Diesen Schritt kann man eventuell auch ein bisschen schneller machen. Ich mache das mal für die zweite Ableitung etwas flotter, das geht mit der gleichen Regel, f2' von x. Erster Teil abgeleitet ist wieder 2, zweiter Teil bleibt stehen, plus erster Teil bleibt stehen. Mal zweiter Teil abgeleitet, e hoch x ergibt sich selber. Und dann sehe ich schon, das ist 2 e hoch x plus 2x minus 4 mal e hoch x. Und das sind dann zusammengefasst 2x minus 2 mal e hoch x. Und dann kann ich auch schon mit dem Bestimmen der Extrempunkte anfangen. Das notwendige Kriterium für Extrempunkte
ist ja, dass die erste Ableitung 0 ist. Oh, dann setze ich die erste Ableitung gleich 0, ist also 2x minus 4 mal e hoch x gleich 0 und kann den gleichen Trick machen wie bei den Nullstellen. Das heißt, ich betrachte die Faktoren einzeln. E hoch x ist niemals 0 und 2x minus 4 ist 0 für x gleich 2. Und damit haben wir auch nur einen einzigen Kandidaten für die Extrempunkte gefunden. Kommen wir zum hinreichenden Kriterium für Extrempunkte. Das heißt ja, dass die erste Ableitung an einer bestimmten Stelle 0 ist und gleichzeitig an der gleichen Stelle, ich nenne die Stelle jetzt vielleicht mal x0, ist die zweite Ableitung nicht 0. Das heißt, wir schauen uns die eine gefundene Stelle an und setzen diese in die zweite Ableitung ein. Die zweite Ableitung an der Stelle, die wir gefunden haben, das ist die Stelle 2 und lautet dann 2 mal 2 minus 2 mal e hoch 2. Sehr viele Zweien, das kenne ich schon von dem Tangentenvideo. Ups, jetzt ist mir das verrutscht. Ist dasselbe dann wie 2 mal e hoch 2. Und ich muss es gar nicht genau ausrechnen, weil der exakte Wert ist sowieso völlig uninteressant. Das Einzige, was wichtig ist, es ist größer als 0. Das heißt, wir haben einen Tiefpunkt gefunden, und zwar an der Stelle 2 und den zugehörigen Funktionswert an der Stelle 2. Kann ich auch nochmal ausrechnen, wenn ich möchte. Das heißt, es ist der Tiefpunkt an der Stelle 2. Und hier ist es ja 2 mal 2 minus 6 mal e hoch 2. Fasse das ein bisschen zusammen. Das ist dann minus 2 mal e hoch 2. Und das kann ich mit dem Taschenrechner oder GeoGebra ausrechnen. Da kommt heraus ungefähr der Wert minus 14,78. Auch hier schaue ich jetzt nochmal auf den Graphen rüber und gucke, ob die von mir ausgerechnete Lösung richtig ist. Das sieht gut aus. X ist 2 und y ist fast minus 15. An dieser Stelle möchte ich mit der Demonstrationsrechnung aufhören. Es fehlen noch die Wendepunkte. Dazu muss ich das gleiche Spiel eine Ableitung tiefer machen. Aber ich denke, mit dem, was ich jetzt gerade vorgeführt habe, sollte es kein Problem sein, dass Sie das selbst hinkriegen. Wozu ich hingegen noch eine andeutende Bemerkung mache, ist zu der Bonusaufgabe, die in meinem Aufgabenblatt zumindest vorhanden ist. Ich stelle dazu nochmal kurz den Graphen dar. Und zwar soll dort der Flächeninhalt eines Dreiecks maximiert werden. Und zwar eines Dreiecks, das durch die Punkte gegeben ist O mit den Koordinaten 0, 0, das ist dieser Punkt hier, der Nullstelle, das wird dann so markiert, n für Nullstelle, xn, also x-Wert bei der Stelle 0 und die y-Koordinate muss natürlich per Definition 0 sein. Das heißt also, xn ist hier, das ist der Punkt und das hier ist der Wert xn und einem Punkt p, der so dargestellt ist. Und da rätseln manchmal Leute drüber, was das bedeuten soll. Das heißt nämlich nichts weiter, als dass der Punkt auf dem Graphen nicht x ist irgendwo hier, ein beliebiger Wert. Und der zugehörige y-Wert ist halt f von x. Und damit liegt der Punkt dann auf dem Graphen. Das kann ich auch nochmal schön mit GeoGebra demonstrieren. Ich gehe mal wieder in das Programm hier rein. Passe es mal an den Bildschirm an. Ich definiere einen beliebigen Punkt, der auf der x-Achse ist. Das geht hier mit dem Geometriewerkzeug sehr gut. Punkt auf Objekt und Klick. Schon habe ich einen Punkt, der auf der x-Achse ist und den kann ich jetzt bewegen. Jetzt definiere ich einen zweiten Punkt folgendermaßen. Die x-Koordinate meines zweiten Punktes sei die x-Koordinate von a und die y-Koordinate sei der zugehörige Funktionswert von der x-Koordinate vom Punkt a. Und schon kann der zweite Punkt sich nur noch auf dem Graphen bewegen. Und das bedeutet für das Dreieck, das ich hier ausgewählt habe, es sieht ungefähr so aus. Und ich suche halt den Wert x, für den dieser Flächeninhalt hier maximal wird.